Heute war ein ganz besonderer Abend. Ein besonderer Abend für die Humboldt-Universität, für die evangelische Kirche in Deutschland und für unsere Landeskirche. Wir haben heute Abend gefeiert, dass es seit über 100 Jahren Studenten an der Theologischen Fakultät der Humboldt-Universität gibt, dass es seit 75 Jahren Pfarrerinnen gibt. Zunächst nur in einem ganz besonderen Akt. Ja, es hat viel Mut und Hartnäckigkeit von Frauen gebraucht, bis sie mit allen Rechten und Pflichten im Pfarramt tätig sein konnten. Ich freue mich, dass wir dieser beiden Jubiläen, Zulassung zum Studium und Ordination in das volle Pfarramt, heute gedenken. Ich finde es richtig, dass man darauf aufmerksam macht, und das hilft vielleicht etwas, die noch bestehenden großen Defizite von Frauen in Leitungspositionen im kirchlichen Bereich allmählich auszugleichen. Zunächst war mir heute Abend ganz wichtig, dieses 110 Jahre Frauen als Studentinnen und 75 Jahre Frauenordination, weil meine Großmutter hat schon Theologie studiert und die konnte nicht ordiniert werden. Und sie hat nicht direkt drunter gelitten, aber sie war eine tolle Theologin und ich glaube, sie wäre eine tolle Pfarrerin geworden. Ja, ich merke immer wieder, wie kurz die Geschichte ist, in der die wirkliche Gleichstellung von Frauen im Pfarramt Realität ist. Und das auch, was ich immer wieder auch aus Bemerkungen von älteren Pfarrerinnen höre, dass die rechtliche Gleichstellung immer noch nicht die wirkliche Gleichstellung ist. Wir haben bei der Ausstellung mitgewirkt und ich im Speziellen habe mich mit der Rolle der ersten Studentin beschäftigt, die überhaupt in Berlin zum Studium zugelassen wurde. Und es war insofern wirklich ganz interessant, als dass für uns beide wirklich selbstverständlich ist, dass wir auch als Frauen hier studieren können an dieser Universität und natürlich auch Theologie studieren können. Und insofern lässt einen das doch sehr dankbar werden für die ganze Arbeit, die die Frauen vor uns schon verrichtet haben. Ich habe auch vor einem Jahr die Ordination von der Pfarrerin, die mich getauft hat, wirklich live miterlebt. Also ich war halt in dem Gottesdienst gewesen und es war für mich völlig selbstverständlich, dass man nach dem Vikariat dann ordiniert wird. Da habe ich überhaupt nicht nachgefragt oder dass es noch nicht so lange Realität ist. Und dann hatten wir das Glück, dass die evangelische Kirche in Deutschland in diesem Jahr den Preis, den sie für Frauen- und Geschlechterarbeiten vergibt, bei uns in Berlin vergeben hat. Er ist nach Hanna Jursch benannt, der ersten Theologieprofessorin in Deutschland. Das Schöne an dem heutigen Abend war und ist, dass Fragen der Gleichstellung und der Chancengerechtigkeit nicht nur eine Frage der weltlichen Gesetzgebung sind, sondern vor allem hat der Abend gezeigt, dass man das auch biblisch, theologisch belegen kann und dass die Frage nach Gerechtigkeit der Geschlechter und auch ein Miteinander eindeutig durch die Bibel und auch durch Theologie belegt werden kann. Ich finde, die Arbeiten, die prämiert worden sind, haben gezeigt, dass Genderforschung für die Gegenwart sehr anschlussfähig ist, und ich würde mir wünschen, dass solche Forschung in allen Fakultäten in Deutschland etabliert ist und einen wichtigen Stellenwert einnimmt. Es war einfach schön und interessant, wie auch die Studentinnen nochmal die Geschichte der Studentinnen dargestellt haben. Und es ist mir heute Abend wieder deutlich geworden, wie stark wir immer noch an dem Thema Vielfalt arbeiten müssen. Wir haben gesehen, dass wir in den letzten Jahren viel dazugelernt haben im Punkt Gendergerechtigkeit. Was mir wichtig ist, ist, dass wir auch in Zukunft in dem Punkt eine Vorreiterinnenrolle einnehmen können als Kirche und als Theologie. Das fand ich heute für mich auch so den Kern des Abends, nochmal zu sehen, dass es Rollenvorbilder braucht, weibliche Rollenvorbilder, damit sich etwas ändern kann. Ich freue mich, dass wir heute gefeiert haben, und zwar gefeiert haben, dass auch Frauen im Pfarramt vorkommen, im Studium vorkommen. Und gleichzeitig denke ich so, ja, das ist die Mindestbedingung dafür, dass wir Geschlechtergerechtigkeit haben. Die Anwesenheit an sich, die leibliche, ist das, was die Grundvoraussetzung ist, dass wir dann auch wirklich gerecht miteinander umgehen. Und da sehe ich noch Nachholbedarf, und das sehe ich auch in der Theologie, das sehe ich, wenn ich Bücher aufschlage in den Bibliotheken. Und dazu sollte mein Text ein Beitrag sein, zu zeigen, wir müssen auch unser Denken umstellen. Wir müssen weiterhin uns dafür stark machen, dass in allen Ebenen der Kirche, auch in allen Leitungsebenen, Frauen und Männer in gleicher Weise Verantwortung übernehmen. Und da war das heute ein ganz wichtiger Punkt, dass wir hier an der Humboldt-Universität, an der Theologischen Fakultät, noch einmal ganz stark daran erinnert haben. Ja, das war ein wichtiger Abend, einerseits um das Erreichte zu würdigen und andererseits um Mut und Kraft zu sammeln für das, was vor uns liegt. Weltweit betrachtet ist leider die Weihe oder Ordination von Frauen ins Priesteramt oder Pfarramt immer noch die Ausnahme. Viel ist da noch zu tun.
Deutschlandweit betrachtet sind Frauen immer noch deutlich unterrepräsentiert bei Theologieprofessuren, als leitende Geistliche oder auch auf der kirchlichen mittleren Ebene. Es war ein wunderbarer Abend, der von vielen Menschen gestaltet worden ist, von Studenten, vom Bischof, vom Dekan, von Professoren. Und der Raum erplatzte aus allen Nähten. Die Leute saßen sogar bis vor die Tür. Über 120 Menschen sind da gewesen und danach sind wir noch alle zusammengekommen zu einem Glas Sekt und einem wunderbaren Empfang der EKD. Es war wirklich ein schöner Abend. Wir haben angestoßen auf das, was schon erreicht worden ist und wir haben uns darin bestärkt, weiter voranzuschreiten auf dem Weg zur vollen Gleichberechtigung von Männern und Frauen, damit tatsächlich auf allen Ebenen, in unserer Kirche, in unserer Theologie und in der Diakonie, Frauen und Männer paritätisch gleich vertreten sind.